Sodala und Desterwegen. Mir... Halt. Ich bin gerade beim Rendern der Videos. Bin ja eigentlich schon durch. Aber da ist mir etwas aufgefallen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, wie ich das einfließen lasse. Mal gucken, was sagst du mir denn jetzt? Wollt ihr einen Rat? An vielen verschiedenen Orten in Evolandia verstecken sich Sterne. 21 von 30. Und in der Kristallhöhle soll es nämlich eingeben. Das sagt er mir nämlich auch nicht umsonst. Aber jetzt muss ich dann erstmal hier schön weiter laufen. Hattest du eigentlich noch irgendwas? Trank eine Phönixsaune. Okay. Voll absichtlich jetzt dann was. Du, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen, und Karina zu retten. Braucht ihr Heilung? Ja? Büstern speichern? Hab ich... Nein. Roa Chocobo. Sie hatte nämlich irgendwas davon erwähnt, dass sie was mit Fleisch und so. Ich hoffe, ihr besiegt den Sephiroth und rettet unser Land und die ganze Welt. Okay. Eigentlich hatte sie was erwähnt von wegen Fleischverarbeitung. Ja, gut. Was haben wir? Sprich sie an! Ach, nein. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Karina tot ist! Wir waren so gute Freunde. Weiß sie was? Ihr müsst den Mana-Baum retten. Ohne ihn gibt es... Möchtet... Ja! Wollt ihr etwas Schokobo-Fleisch? Möchtet ihr, dass ich es koche? Ja, sofort. Hier ist es. Ich weiß noch, wie ich es immer für meine Kinder zubereitet habe. Das ist schon Jahre her. Guten Appetit. Dankeschön. Ich freue mich so. Und wir düsen im Sauseschritt und bringen die Liebe mit von unserem Himmelsritt. Schön hier rauslaufen. Laufen. Und ein schöner Kampf gegen eine Apidia? Ja. Ich hab's mir gemerkt. Hooray! Und wir greifen einfach mal normal an. Und Shai ist auch schon besiegt. Wir haben ein bisschen Gliss und Erfahrungspunkte gewonnen. Und wir fliegen. Wir hinterfliegen, fliegen nach. Wo war er denn? Ah, hier war er. Hier. So? Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahre der legendären Dorneko. Lecker gekochtes Chocobo-Fleisch. Mein Lieblingsessen! Würdet ihr es mir überlassen? Aber natürlich! Punkt. Ich danke euch! Jetzt geht es mir besser! Hier habt ihr etwas Schönes! Bonusherz! Damit überlebt ihr länger, vor allem im Kampf gegen Sephiroth! Oh ja! Auch jetzt Land... nochmals vielen Dank. Okay, das war dann scheinbar alles, was er mir geben kann. Gut, haben wir das auch ausgetestet. Endlich war das Chocobo-Fleisch auch so etwas zu Nütze. Dann greifen wir mal eben hier schön die Sumba an. Bam! Und einmal hier drauf. Jappa-jappa-du! Gut, es geht weiter. Mir fällt jetzt gerade sowieso auf, dass ich gar keine Uhr angeschalten habe. Also werde ich auch sowieso Probleme haben, das nachher teilig
zu machen, deswegen werde ich dann einfach irgendwo drin schneiden. Und wie wir sehen, bin ich wieder in den Kristallhöhlen. Ich mache mal eben hier kurz diese Monster platt. Laufen, 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 laufen. Ich glaube, da ging es lang. So, einmal ausgehustet, während ich gekämpft habe. Und. Laufen, 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 laufen. Ah, noch eine Cobra Zero. Die ist aber auch platt. Gut. Ist mir auch gerade egal, was hier so wirklich steht. Wir erinnern uns, dass hier drüben ein Ufer ist. Tschüss, Dork. War schön mit dir. Ja, dann suchen wir doch mal die Wände ab. Okay, dass wir jetzt in der Wand auch angegriffen werden können, finde ich ein klein wenig komisch, aber gut, warum nicht? Kommen wir also hier oben raus und finden eine Kiste mit einem weiteren Stern. Hooray! Wie unser netter, Typi von der Wache in Aogai uns doch gesagt hat, befand sich hier wirklich noch ein Stern. Gut, das bedeutet für mich, ich gehe langsam wieder aus der Höhle raus. Ich glaube, hier mache ich einen Schnitt und wir sehen uns dann wieder bei dem Typi in Aogai. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder zurück hier in der Stadt und fragen ihn doch einmal mal nach weiteren Sternen. Ja. 22 von 30 natürlich. Ich hörte, es soll dort einen Stern geben. In Papunika. Also gehen wir doch mal zurück nach Papunika. Bis gleich. Und willkommen in Papunika. Ja, ich muss mal kurz gucken. Wo war es denn? Hier war es nicht. Ich hab natürlich auch selber nachforschen gemacht in Papunika. Das war ein Haus, was wir betreten konnten. Okay. Hier ist jetzt allerdings nichts mehr drin und die Sterne befanden sich eh nur in Kisten, in Truhen, nicht in Kisten, in Truhen. Hier runter war jetzt aber auch nichts, vermutlich. Ah, ich kann wieder schlagen! Yay! Aber den Stern hier unten haben wir schon aufgesammelt, eigentlich. Hier geht's auch nicht weiter. Aber ich glaube, wir müssen noch durch so einige Wände laufen. Ist verschlossen, was sich wohl dahinter verbirgt. Ja. Und wenn wir es ganz genau nehmen, möchte ich auch gerne mal dahinter. Hier habe ich auch schon alles Wichtige gekauft. Darum komme ich leider auch nicht. Komme ich hier hinter? Nein. Schade. Ja, das funktioniert ja gerade hervorragend. Die Musik, die Townmusik von Papunika wiederholt sich ein bisschen schnell hintereinander.
Aber das bringt mich jetzt hier... Ich will darüber! Und da verlasse ich die Stadt schon wieder. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Wenn man einfach mal nicht den Ort findet, den man sucht. Ach, wie schön! Wir haben die Karte Cobra Zero für Doppelzwilling. Ah, wo ist es? Ja! Supi! Ich hab's doch noch gefunden! Der nächste Stern! Gut! Gucken wir hier noch schnell rein. Da ist leider nichts zu finden. Dann gehen wir hier wieder raus. Wo war's? Gemein. Echt gemein. Das muss man wirklich nachsuchen. Gehen wir wieder zurück nach Augei.